Heute wird Emmerson Mnangagwa als Nachfolger von Simbabwes Langzeitpräsident Mugabe öffentlich vereidigt. Versprochen hat er demokratische Reformen. Auf Emmerson Mnangagwa, Mitte, ruhen viele Hoffnungen. Quelle: Ben Kurtis, AP/Deutsche Presseagentur. Drei Tage nach dem Rücktritt von Simbabwes Langzeitpräsidenten Robert Mugabe übernimmt dessen Nachfolger Emmerson Mnangagwa die Amtsgeschäfte. Der frühere Vizepräsident wird heute öffentlich vereidigt werden. Mnangagwa soll das Land bis zu den für nächstes Jahr geplanten Wahlen führen. Der 75-Jährige gehört seit Jahrzehnten zur politischen Elite des Landes im südlichen Afrika. Er war lange Jahre Mugabes rechte Hand. Nach dem Rücktritt Mugabes hat er demokratische Reformen versprochen.